Und weiter geht's mit dem Stand von Mercedes-Benz, mit dem Messe-Highlight, zumindest wenn man so Ola Källenius zuhört, nämlich der Vision EQS. Eine Studie, die zeigt, wie zukünftig eine S-Klasse aussehen könnte. Und das vor allem vom Design her, aber auch technisch, was möglich wäre. Unter anderem, wenn man hier reinschaut, diese Sterne, die sind nicht nur zufällig animiert, sondern das sind 229 einzelne LEDs, die dementsprechend auch das Rücklicht symbolisieren. Und von der Form sieht man dann auch, wie sich das Ganze in Zukunft dann ausstehen soll. Das heißt, relativ glatt, ohne irgendwelche großen Linien. Die einzige Linie, die wir eigentlich haben, ist hier diese Linie, die oben von unten trennt und die selbstverständlich auch nochmal beleuchtet ist. Und zu diesem Design passen dann selbstverständlich auch diese monströsen 24 Zoll Felgen, das selbstverständlich dann wahrscheinlich nicht in der Serie umgesetzt wird. Aber man sieht mal die Richtung, wo es hingeht. Auch die Richtung sieht man vom Innenraum mit den vier Einzelsitzen, die zum Teil schon mal nachhaltig produziert sind. Insbesondere der Dachhimmel, der ist auch rezykliertem Material gewonnen. Und ganz besonderes Merkmal auf die Mittelkonsole, die ist zwar hier noch ein Mockup und animiert, aber die werden wir relativ bald so oder ähnlich sehen in einem ähnlichen Modell, wenn man das mal so sagen darf. Ganz besonders Highlight für mich ist nicht unbedingt der Antrieb mit 350 kW, also hier steckt auch wieder eine E-Maschine bzw. zwei E-Maschinen drin, 700 km Reichweite mit einer knapp 100 kWh Batterie und er kann auch mit bis zu 350 kW DC laden, also ordentlich schnell den Saft wieder auftanken. Aber das Highlight ist für mich vorne an der Front. Und dann, wie gesagt, zum absoluten Highlight der Front, die wie viele verschiedene EQ-Konzepte mit der Außenwelt kommunizieren kann. Es sind sehr viele LEDs und deswegen muss ich auch die genauen Zahlen nachlesen. Wir haben 188 Platinen mit je 5 LEDs, die einzeln ansteuerbar sind. Jetzt seht ihr sie auch mal illuminiert und die sind im dreidimensionalen Raum. Das heißt, es ist nicht nur ein Grill, sondern mehrschichtig das Ganze und dann selbstverständlich auch noch ganz gewöhnliche Scheinwerfer, wie man so auf den ersten Blick meinen mag. Sind es aber nicht, denn wir haben hier zwei Holographic Lenses, die mit je 2000 Umdrehungen rotieren, sodass wir als Mensch daraus, man sieht es vielleicht auf der Kamera dann auch, ein Standbild suggeriert bekommen. Und das ist quasi das, worauf ich mich persönlich sehr drauf freue, denn das ergibt uns die Möglichkeit, noch mehr mit der Außenwelt zu kommunizieren und dementsprechend auch quasi etwas auf die Straße zu schreiben, das einmal dem Fahrer hilft, das aber auch der Umwelt hilft, beispielsweise Leute, die über den Zebrastreifen laufen.